Hey und willkommen zur kriesgrüne Maske und so. Und denkt euch jetzt sicherlich, oh nein, nicht schon wieder Zeit, wo er verbringt, diese blöden VIPs zu suchen. Aber kein Stress, ich habe sie gefunden. Seht ihr sie da oben? Seht ihr sie da oben? Ja, exakt. Nein, tut man nicht. Wirklich, von hier unten kann man diese Wichser niemals da oben erkennen. Aber ich habe sie gefunden und hier sind sie und alle sind glücklich. Und das machen wir dir endlich zu Ende. Ist mir jetzt egal, wie lange das dauert. Wir machen sie alle am Stück. Gar keinen Bock auf die Scheiße. Oh, was für ein absolut gewöhnlicher Ort. Hier gibt es wirklich rein gar nichts Sehenswertes. Exakt. Genau, danach habe ich gesucht, mein liebster Billy. Vielen Dank. Das war mir eine Freude. Nichts macht mich glücklicher, als dich glücklich zu sehen. Ich kann förmlich spüren, dass dieses Land von mir gekauft in ein neues Business verwandelt werden möchte. Na nun, wenn das mal nicht unser liebster Vertreter der Pöbel ist. Du hast recht, das ist zweifelsohne unser bedürftiger Freund. Dein Charisma wirkt so anreizend, dass du die Leute selbst an einen Ort wie diesen lockst. Oh, wie du recht hast, mein lieber Billy. Als VIP ist es meine Aufgabe, die Träume von gewöhnlichen Menschen Wirklichkeit werden zu lassen. In diesem Sinne, bitteschön. 15 Nuggets, die habe ich mir auch sowas von verdient. Und lass mich noch ein bisschen meiner Weisheit mit dir teilen. Geld findet man dort, wo man es am wenigsten erwartet, besonders in Einöden wie dieser hier. Deine Möglichkeiten sind so unermesslich wie der blaue Ozean. Oh, was spüre ich da? Sind das deine Worte der Weisheit, die meinen Körper durchdringen? Oh, so erfrischend wie kühles Wasser nach einer anstrengenden Yoda-Stunde. Ja, ich habe gerade Yoda gesagt, allen Ernstes. Weiter geht's, Billy. Als nächstes möchte ich nach Kitakami und von den dortigen Früchten probieren. Oh la la, in Kitakami waren wir doch neulich. Jetzt willst du wieder zurück? An deine Jet-Setterin wie dich muss ich echt gewöhnen. Ich werde eigenhändig Äpfel für dich aufpressen, liebe Onea. Was, ihr stellt euch dafür keinen ein, ihr Hurensöhne? Oh mein Gott, ich hasse die beiden so sehr. Oh, sie schenken mir Geld und dafür beschwere ich mich nicht. So, also zurück nach Kitagami. Wir klappern die auch gleich ab, weil ich habe gar keinen Bock mehr auf diese Wichser. Ich will nie wieder was in meinem Leben mit denen zu tun haben. Also möchte ich die auch so schnell, wie es nur irgendwie geht, beenden. Billy und Onea, Alter. Die Abrechnung. Heute kommt die fucking Abrechnung. So. So, an welchen von den 5 Millionen dreckigen Bäumen findet ihr euch jetzt? Ich werde nicht ruhen, bevor ich euch gefunden habe. Und bevor ich diese Themen da mitgenommen habe. Aber danach, mein Freund. Dann seht ihr sowas von fällig. Grasrutsche. Ermöglicht den Erstschlag, wenn ein Grasfeld aktiv ist. Nett. Wer Böses tut. Wer macht was Böses, hä? Wer Böses tut, wird vom Oni gefressen. Oh nein. Das möchte ich wahrlich nicht. Kosei. Enziporza. Dann nimm meine Rassala. So, dann kannst du mal eine Drachenklaue verspüren. Was ich halt sehr geil an dem DLC finde, ist, es gibt auch so viele Trainer. Das hat mir bei den Schwertenschild-DLCs gefehlt. Man hat sich ein Team zusammengestellt und das war eigentlich voll useless, weil man hat das Team nie wirklich gesehen in den DLC von Schwertenschild. Das war so nichtig. Man hat so 4 oder 5 Kämpfe pro DLC gehabt und ich weiß nicht. War ein bisschen schade. Hier Purze wieder. Mann. Du hast ein starkes Team. Lass dir das gesagt sein. Ein sehr starkes Team. Ja, man merkt halt auch schon, dass hier eine gewisse Levelkurve existiert. Also das, so ist es jetzt nicht. Aber für das Gebiet, wo wir jetzt hin müssen, sind wir halt so absolut nicht bereit. Die beiden könnten mir ja mal... Hey, Oni, komm schnell her! Die beiden könnten mir ja mal... Ich weiß nicht, nicht Geld geben, sondern Level. Schenk mir Level. Wäre ich gerne dabei. Oh, hier ist ein Pokéball. Gib mir den Pokéball. Ah, oh, sorry, ist ein Superball. Wie konnte ich nur? So, wo sind diese Banausen? Hier ist Terra-Knapfel. Wow. Hallo.
Na, begebt ihr euch ins einfache Volk? Oh. Billy, sieh dir das an, was für ein entzückender Vorgarten. Meine Liebste, oh ja, das ist doch kein Vorgarten. Du stehst hier auf einer hiesigen Obstplantage. Ist das denn ernst? Diese paar Obstbäume sollen eine Plantage sein? Wie erfrischend bescheiden. Danke, dass du mich korrigiert hast. Auf deine Ehrlichkeit ist Verlass. Nicht der Rede wert, meine Liebste. Auch für mich ist die Lebensweise des Pöbels noch ein großes Mysterium. Ach ja, gewöhnliche Menschen sind mir einfach ein Rätsel. Es ist so aufregend, sie zu erforschen. Nanu, wenn das mal nicht der Lieblingspöbel ist. Oh, du hast recht. Wieder einmal kreuzen sich unsere Wege. Ich will noch mehr für dich und den Rest des Pöbels erfahren. Euch näher kommen. In diesem Sinne würdest du noch einmal gegen mich kämpfen. Ja, bitte. Ah, da zeigt sich wieder ein großes Laster, meine liebe Onea. Du kannst einfach nicht anders als andere durch einen Kampf kennenzulernen. Oh, bitte sag mir jederzeit Bescheid, wenn du deine Vorbereitungen getroffen hast. Oh, du kriegst jetzt so aufs Maul, oh mein Gott. Ich, Onea, fordere dich zum Kampf heraus. Nimmst du die Herausforderung an? Oh ja. Bereite dich darauf vor, von der Geschäftsführerin von Paldea Immobilien vernichtet zu werden. Ulala, mach ihn fertig, liebste Onea. Was glaubt auch nur sie. Okay, VIP Onea. Dann Snoopy die Cut wieder. Das war sogar recht stark, wenn ich mich erinnere. Aber Snoopy die Cut an sich ist auch kein schwaches Pokémon. Aber es dürfen wir trotzdem schnell K.O. kriegen. So, jetzt sehe ich nämlich wieder mal was. Und wie es scheint, ist es besiegt. Und sie auch. Seelentanz. Was war das? Können wir hier KP und das sind. Nein. KP sind mir wichtig. Was für ein Glück, dass ich als VIP-Stetsiegerin der Herzen bin. Ah. Schon wieder besiegst du mich und wer oder was bist du? Sag mal, Billy, sind die Pokémon des Pöbels immer so stark oder ist dieses Exemplar hier eine Ausnahme? Wenn du mich fragst, hat er etwas, das nur wenige Menschen im gemeinsamen Volk haben. Und zwar Ambitionen. Ambitionen? Du meinst diese Sache, die bei VIPs ein Leben lang verwehrt bleibt? Deshalb konnte ich ihn also nicht besiegen. Jetzt fällt es mir wie Triebperlen vor den Augen. Wo wir gerade von Perlen sprechen, ich glaube, das Wasser ruft mich, Billy. Es ist es wirklich, dass du mir das größte Gewässer in ganz Paldea sagst. Oh nein. Oh nein. Oh, wisst ihr, wie groß das ist? Von deiner explosionsartigen Neugier könnten sich andere Jets doch noch eine Scheibe abschneiden. Dann gönnen wir uns mal eine Gegner außer am Strand einer Insel. Okay, Strand einer Insel. Das ist schon mal gut. Ich dachte jetzt, ich muss den ganzen Calderosee umfliegen. Oh mein Gott. Ich meine doch hoffentlich den Calderosee und nicht den Ozean. Weil es gibt viele Strände. So. Wo ist denn hier ein Strand? Hier ist ein Strand. Puerto Marinedo. Wenn die den Ozean meinen. Weil der Calderosee hat jetzt nicht wirklich einen Strand. Ich glaube, die meinen wirklich den Ozean. Und wenn, dann wird der Puerto Marinedo der Ort sein, an dem sie sich aufhalten würden. Diese Witch Kids Fuckfotzen. Begriff wird hoffentlich populär. Die Witch Kids Fuckfotzen. So. Komm, mehr dich aus. Ich muss Leuten aufs Maul hauen. So, wo seid ihr? Seid ihr irgendwo hier? Oh, ich liebe die Musik. Wir sind verdächtig wenig reiche Menschen. Ah, die wollten noch auf eine Insel. Die wollten doch auf eine Insel. Aber welche? Die hat keine Insel, einen Strand. Diese Insel ist ein Strand.
Hier vielleicht? Wir gehen jetzt mal alle größeren Inseln ab. Irgendwann sollten wir ja mal auf Erfolg stoßen. Denkt immer dran, nur noch diese Folge und dann müsst ihr diese Leute nie wiedersehen. So, hier ist noch eine. Aber hier sind sie nicht. Also gleich weiter. Gleich weiter. Da ist ein Dude, aber nicht die, die ich suche. Ah, bin ich leider nicht. Dieses Spiel bin ich leider nicht. Was haben wir noch? Das ist, diese Insel ist ein Strand. Die ist auch ein Strand. Ich suche eine Insel mit einem Strand. Oh, das ist ein guter Anflugspunkt. Versuchen wir mal das. Ich glaube, da stehen meine Chancen recht gut. Obwohl, die meinen doch niemals den Ozean. Die meinen niemals den Ozean. Dann hätten die auch sowas gesagt wie Strand am Meer. So, wo gibt's denn hier einen Strand? Eigentlich nirgendwo. Also fangen wir einfach mal bei den Inseln an und klappern die mal nach und nach ab. Irgendwann. Das ist dumm. Irgendwann müssen wir ja mal was finden. Aber die sind definitiv am See. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir wirklich sicher, dass die am See sind. So. Gucken wir uns mal um. So ultra viele Inseln hat der See ja auch nicht. Auch wenn schon viele, nicht allzu viele. Also vielleicht haben wir Glück. Ach man. Halt doch mal die Gusch. Also ernsthaft, halt die Fresse, geh weg. So. So, wir fangen da an. Aber hier hat. Nee, hier hat keine Inseln Strand. Aber das ist doch auch wieder weird. Wie soll ich die denn jemals finden, wenn die mir so flausige Erklärungen geben? Ah, ich hätte mit der einen Troller da wieder reden sollen, fällt mir gerade ein. Oh, da sind sie! Oh, oh, die erste Insel! Wow! Wie geil. Oh, sieh das an, Billy, es ist eine Pfütze. Aber nicht doch, Liebste ohne Herr. Das ist der größte See von ganz Paldea, der Caldero-See. Das soll ein See sein, bist du dir sicher? Für mich sieht es höchstens nach einem Teich aus. Sag mal, wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen einem See und einem Teich? Das weiß ich leider auch nicht. Ich glaube, die Wertvorstellungen von uns VIPs unterscheiden sich einfach zu sehr von den gewöhnlichen Leuten, um sowas zu beurteilen. Ich hasse euch so sehr. Na, da ist ja, du weißt schon wer wieder. Oh, du hast recht. Es ist zweifelsohne unser liebster Vertreter des kleinen Mannes. Ja, du kommst sehr gelegen. Vielleicht kannst du mir ja eine Frage beantworten. Was ist der Unterschied zwischen einem See und einem Teich? Ich glaube, das ist die Größe. Ja, verstehe. Es wundert mich nicht, dass ein Mitglied eines Pöbels über diese Art von Allgemeinwissen verfügt. Als VIP ist es meine Pflicht, mich für diese Auskunft heute zu revanchieren. In diesem Sinne, das ist für dich. 10 Triperlen, nett. Lass mich noch ein bisschen meiner Weisheit mit dir teilen. Glück ist wie Wasser. Ob es eine Pfütze, ein Teich oder ein See ist, kommt nur auf eine Perspektive an. Du bist einfach unglaublich, meine Liebe Onea. Gerade eben noch hat der arme Schlucker dir etwas beigebracht und prompt haust du ihm sein eigenes Wissen um die Ohren. Weiter geht's, Billy. Als nächstes möchte ich einen Berg sehen, der so hoch ist wie der Profit unserer Firma. Ulala, bei meiner Vorzeige-Jetsetterin wie dir dürfte es niemanden wundern, dass der Gewinn deiner Firma höher als jeder Berg ist. Komm, lass uns auf einen verschneiten Berg Eis-Pokémon beobachten und Eiscreme genießen. Alter.
Wisst ihr, wie riesig dieser blöde Berg ist? Wollt ihr mich fucking verarschen? Wisst ihr, wie riesig dieser blöde Berg ist? Guckt euch das an, Mann! Das wird doch wieder mal lustig. Wir fliegen erstmal nach ganz oben und gucken, ob wir sie irgendwo wieder finden. Wie immer, hey. Oh mein Gott, du frierst, glaube ich, dir aufs Wort. Oh, hör auf zu lecken, Hilfe. Hallo. Hallo, hör auf zu lecken. Hallo. Warum leckt es? Warum leckt es? Bist du fertig? Hör auf zu lecken. Bist du fertig mit lecken? Hör auf zu lecken, Mann! Kannst du nicht auf mich reiten? Warum nicht? Was ist denn? Was ist mit dem Spiel gerade los? Es laggt, es ruckelt. Und das ist mein PC. Nee, ich glaube, es ist wirklich... Oh Gott, was? Jetzt hat sich ein Tab geöffnet. Hilfe. Was? Oh Gott. Irgendwie hat YouTube gerade mein PC. Ich weiß nicht, was es soll. YouTube, schließ dich. Danke. Jesus Christus. Okay. Suchen wir mal nach... Willst du mich verarschen? Wollt ihr mich fucking verarschen? Oh, ist das nicht euer Ernst? Noch nie habe ich so gehofft, jemanden googeln zu dürfen. Wir fliegen jetzt einfach mal hier lang. Und hoffen, dass wir sie finden. Ach Junge, es ist... Ich glaube, wenn wir dem Fluss folgen, sind wir wahrscheinlich noch am besten dran. Junge, kannst du nicht einfach normal hier lang? Ohne dumme Umwege. Irgendwo hier könnten die sich aufhalten. Ich denke mal, die sind so am Fluss. Die waren bis jetzt eigentlich immer am Wasser. Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt ein Symbol ist, was sie so unterscheidet oder ob es Zufall ist. Aber ich glaube, wenn ich bei Wasser suche, ist es zumindest ein guter Einsteigepunkt, ein gutes Indiz. Ansonsten, keine Ahnung, bringe ich mich um oder so. Oh, da vorne könnten die auch irgendwo sein. Was ist das hier eigentlich? Einfach Schnee. Oh. Schnee. The game. Hä? Oh, guck dann! Da sind sie! Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass die irgendwo da vorne sind. Weil das noch so ein Special Ort ist, aber okay. Aber hey, die Theorie hat sich bestätigt, sie sind irgendwo bei Wasser. Eine Welt aus strahlendem Weiß, wohin man nur sieht. Das ist wahrer Luxus. Und dank der Kleidung, die du dir zurechtgelegt hast, spüre ich die Kälte genauso wenig wie die Inflation. Das ist ein guter Spruch. Natürlich hält sie dich warm. Schließlich handelt es sich um Markenware aus der feinsten Stoffen. Mir tun die Leute leid, die ohne solche Kleidung mit auf die Berge steigen müssen. Ja, ich bin gut gekleidet für die Berge. Nanu, sieh einer an. Das Schicksal hat ihn wie erwartet wieder erneut zu uns geführt. Du hast recht. Das Schicksal oder vielleicht die Geldnot hat ihn zweifelsohne wieder zu uns geführt. Aber sieh nur, wie dünn der Stoff seiner Kleidung ist, liebste Unheer. Das sieht wirklich schrecklich dünn aus. Billy, meinst du, der Pöbel ist Kälte gegenüber widerstandsfähiger als wir? Keine Ahnung, aber wie es scheint, sind die Kleider dieser Menschen so luftig wie die Leere in ihren Geldbörsen. Vielleicht ist der Pöbel wirklich so aufgrund seiner Armut. Billy, du... Du bist ein Genie. Für diese Erkenntnis hast du dir die besondere Auszeichnung verdient. Die goldene Unnäher. Juhu, mein Gedanke, vor allem meinem Geld. Als VIPs ist es unsere Pflicht, dem Pöbel in der Not die Hand entgegenzustrecken. Hier, das sollst du haben. Hoffentlich hilft es dir, die Kälte weiterhin so tapfer zu trotzen. 10 Riesennuggets. Yay.
Lass mich noch ein bisschen Weisheit teilen. Eine kalte Hand gehört einem warmen Herzen. Dieses Sprichwort ist absoluter Humbug. Merkt ihr das gut. Liebste Onea, du schaust so weit über den Tellerrand, dass selbst meine Weisheit keinerlei Regeln mehr folgen kann. Beeindruckend. Wie dem auch sei, Billy. Unsere kleine Auszeit nähert sich dem Ende. Als krönenden Abschluss will ich ins Zentrum von Paldea reisen und dort in die Tiefe hinabstarren. Ulala, selbst wenn du aus die außergewöhnlichsten Orte dieser Welt siehst du herab, du bist einfach die größte aller Jet-Setterinnen. Es ist gut möglich, dass wir den Schlund nicht betreten dürfen, aber ich werde trotzdem einen Antrag bei der Liga stellen. Sind die jetzt echt? Nee, die gehen nicht da rein. Die werden da niemals reinkommen. Ich hoffe auf den normalen menschlichen Verstand, dass sie da nicht reingehen werden. Also werden wir einfach mal den Rand von der Zone 0 ablaufen und hoffen, dass sie da irgendwann kommen. Aber drin werden die nicht sein. Das glaube ich nicht. Die werden da nicht reinkommen. Kein geistesgesunder Mensch lässt die in die Zone rein. Die klauen und die Edelsteine. Das wäre ja absolut tragisch. Kann man nicht machen. So. Dann gucken wir mal. Ist ja... Oh Gott, das ist so ein großer Schlund. Ah, wir finden die schon. Die Affen. Sie müssen ja wenigstens am Rand sein, denn sie wollen ja runter gucken. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Die Abstinenz von Musik macht das alles auch wieder sehr viel angenehmer. Total. Wie lange ist die Folge? 21 Minuten. Okay, ja, ich glaube, diese Folge wird eine pure VIP-Suchfolge. Ja, alle meine Zuschauer werden sich doch todes darüber freuen. Seid froh, dass es ein Daily Upload ist. Okay. Da schwebt ein Knackrack vor sich hin. Vielleicht sind die aber am höchsten Punkt. Das wäre zumindest ihre Ambition nach am logischsten. Das ist noch ein Knackrack. Ja, wir nehmen alles mit. Kein Bock, die überhaupt zu übersehen. Ich halte meine Augen offen. Und vielleicht werden wir sie dann irgendwann auch treffen. Komm, ich will hoch. Es geht halt so in die Breite. Ich habe so Hoffnung, dass sie nicht irgendwo am anderen Rand stehen. Das wäre so un... Sind sie das? Ja, das sind sie, glaube ich, oder? Ja, okay, super. Okay, wir haben es geschafft. Puh. Ich hoffe, es ist auch wirklich das letzte eurer Reise. Das ist das Zentrum von Paldea, was für ein riesiges Loch. Ja, mein liebster Onea, das ist der sogenannte Schlund von Paldea. Endlich, Billy, ein neues Abenteuer für meinen wissgierigen Geist. Los, wir müssen hinein, mehr Reichtum wartet auf uns. Oh nein, liebster Onea, es ist wohl verboten, den Schlund zu betreten. Ich habe mich um eine Erlaubnis bemüht, aber sie wurde uns verwehrt. Wie bitte? Nicht einmal VIPs wie wir dürfen da rein? Ja, dazu tut es selbst so prominenten Persönlichkeiten wie uns untersagt. Dabei haben wir extra die Reise bisher hier auf uns genommen. Und jetzt willst du mir sagen, dass es Dinge gibt, die VIPs nicht dürfen? Ah, sieh an, wir haben Gesellschaft von unserem allerwertesten Vertreter des Pöbels. Wahrhaftig, da ist er. Sag mal, liebster Normalbürger, nur so aus Neugier, warst du schon einmal in diesem Schlund? Ja. Was? Das gemeine Volk darf in den Schlund und sich bereichern, aber die Elite der Gesellschaft nicht? Diese Ungerechtigkeit lässt mich nur mit einem Kampf klären. Ach, das hätte ich mir dein größtes Laster. Wie ein Straraptor schütze dich in Hells heiterem Himmel in deine Gegner. Ich habe es leid, hier oben rumzustehen. Steigen wir lieber hinab. Oh, ich hätte gern hier oben gekämpft. Das wäre schon cool gewesen. Wo sind wir jetzt? Okay. Vor Polygon City befinden wir uns. Oh. Bitte, sag mir jederzeit Bescheid, wenn du deine Vorbereitungen getroffen hast. Ja. Du solltest Onea den Gefallen tun, gegen sie zu kämpfen. Auch wenn sie sich wie ein Staraptor auf dich stürzen wollte.
Ja, habe ich vor. Ich wollte auch nicht mit dir reden. So. Clashen wir ein letztes Mal. Und dann lernst du, wie es sich anfühlt, zu sterben. So. Oh mein Gott, sie hat mal ein Team! Seht ihr, das ist ein anderes Pokémon als nur Belikatz. Oh, es ist auch nur... Wow. Wow. Es ist eines von zwei Pokémon, das sie hat. Ist das nicht unglaublich? Wie kannst du überhaupt Pokémon fangen? Damit, das müsstest du doch, ich weiß nicht, dich niederen Kreaturen, auf niedere Kreaturen herablassen. Das möchtest du doch auch nicht. So. Level up für Dings. So ein Bidikat, komm, bleib mal drinne. Bretter noch einen Durchbruch und soll es gewesen sein. Appletit nicht Durchbruch. Oh nein, sie kann angreifen. Gott schütze sie. Und das. Ah, greift sie erstmal, was auch immer. Jetzt stirb. Ich bin voll geheilt. Und sie ist voll am Arsch. Sehr gut. Was für eine Niederlage. Hey, wir kämpfen noch nicht. Wir beenden diesen Kampf noch nicht. Denn Magmar, Schneckmark entwickelt sich noch. Ich mag Magmar. Sehr schön. Oh mein Gott. Ja, Makao, ja mal übelst. Oh mein Gott. Makao hatte doch noch nicht schon immer diese brennenden Stellen, oder? Ich weiß es halt ehrlich gesagt wirklich nicht. Aber cool. Was ist? Ich habe mich wieder gefasst und sehe nun alles mit klarem Blick. Egal ob VIP oder Pöbel, letztlich sind wir alle Menschen. Es gibt keinen Grund für Schranken zwischen uns. Weshalb ist mir diese offensichtliche Wahrheit nicht früher klar geworden? Es ist mir so peinlich, dass ich mich am liebsten in ein Loch verkriechen würde. Wie schade, dass ich diesen hier nicht betreten darf. Liebste Onea. Du bist uns die ganze Zeit gefolgt, um diese Lektion zu erteilen, nicht wahr? Ja. Und um euch zu töten oder so, aber ja. Schon gut, du brauchst dich nicht in meiner Wohltat zu äußern. Wir können dir nicht genug danken. Wärst du so freundlich, dieses Geschenk anzunehmen? 25 Riesennuggets, alter Schwede! Eine VIP-Handyhülle. Siehst du, Billy? Durch diese Reise konnte ich als Person ganz neue Reife erlangen. Das schreit nach einem Neuanfang. Ab morgen werde ich mich als Geschäftsführerin so richtig ins Zeug legen. Ulala, willst du damit sagen, dass du aus deinen Fehlern gelernt hast? Du bist wirklich das perfekte Paradebeispiel für alle VIPs. Wenn wir schon dabei sind, gebe ich dir, lieber Normalbürger, eine Lektion in Sachen Posing. Die Schockpose beigebracht. Ich glaube, es ist die, die er zeigt. Na dann, adios. Okay. Nett. Ich möchte sie nie wiedersehen in meinem ganzen Leben. Wirklich nie. Nie wiedersehen. Aber ich möchte die Handyhülle angucken. Wie die aussieht. Achso. Pures Gold. Ist schon eine geile Sache. Warte. Steck mal ab. Oh mein Gott, guckt euch diese Handyöl. Oh mein Gott, die ist ja mal verdammt super. Wie sieht das hier? Oh mein Gott, guckt euch das an. Alter, diese Hülle. Die ist sowas von cool. Guckt euch diese Minderwertigen an. So. Dann wechseln wir zurück nach Kitagami. Endlich. Und diesmal werden wir das nächste Mal in der nächsten Folge uns wieder mit der Hauptstory beschäftigen. Also... sehen uns. Bis dahin, macht's gut.